Meine Damen und Herren, ich bedanke mich zunächst mal bei den Frankfurtern für die freundliche Einladung und hoffe, verstanden zu werden. Ist das der Fall? Ich sage jetzt nicht, wie Kasperle, seid ihr alle da? Hauptsache nicht wahr, man wird verstanden. Nun, Dutzende, Hunderte von Völkern sind in der Geschichte verschwunden und vergessen. Die Kelten sind verschwunden, aber nicht vergessen. Die Frage ist, warum sind die Kelten verschwunden? Dazu später. Aber warum sie nicht vergessen sind, das wissen wir eigentlich sehr genau. Das hängt zusammen mit den literarischen und den archäologischen Zeugnissen, die uns heute über sie zur Verfügung stehen. Die archäologischen Zeugnisse sehen Sie in den Museen, teilweise auch im Gelände, nicht zuletzt auch in unserer nächsten Umgebung. Die literarischen Zeugnisse finden Sie in den Büchern, in den Bibliotheken. Und die beruhen nun auf den griechischen und römischen Geschichtsschreibern. Der eine oder andere wird sich erinnern an ein lateinisches Zitat: Gallia est omnis divisa in partes res. Ja, ich sehe einige Kopfnickende. Julius Caesar ist ein gallischer Griech. Aber Caesar ist nicht der älteste Autor, der uns über die Kelten informiert, sondern das ist Herodot von Halikarnas in Athen im 5. Jahrhundert vor Christus. Und Herodot überliefert bereits den Namen dieses Volkes, denn die Kelten sind das älteste Volk Mitteleuropas, das wir mit dem Namen kennen. Die Germanen sind ja genauso alt wie die Kelten, aber sie treten sehr viel später in Erscheinung, 500 Jahre später. Aber die Kelten hatten es sehr früh mit den Griechen zu tun. Herodot überliefert, dass die Kelten an den Donauquellen leben, also in Süddeutschland, und in den Pyrenäen, also schon ein größeres Gebiet, einnehmen. Aber er wusste auch, dass sie sich von dort aus sehr stark verbreitet haben. Und das ist eine Behauptung, die sich archäologisch beweisen lässt, durch eine Reihe von sehr ähnlichen Funden, die man gemacht hat, vor allem immer wieder Gräberfunden. Man sieht das an der Keramik, man sieht das an den Grabformen, man sieht es an den Metallgefäßen, denn wir befinden uns in der Eisenzeit, gerade eben in der Eisenzeit, seit 700 vor Christus, von der die Archäologen zwei Perioden in der Keltenzeit unterscheiden, die ältere Hallstattzeit und die jüngere Lateinzeit, die bis in die Römerzeit führt. Und wenn ich Ihnen jetzt das erste Bild zeige, dann geht es um den Ursprung und die Ausbreitung dieser Bevölkerschaft. Da haben wir es schon. Sie sehen den dunklen Raum hier an der oberen Donau, der Kernraum, die ältesten keltischen Zeugnisse. Von dort entwickeln sich die Kelten nach allen Himmelsrichtungen. Die Kelten waren ein expansives Volk, so wie die Griechen vorher auch oder die Germanen ebenfalls. Das Expandieren gehört offenbar zu den Naturphänomenen von Tieren und Pflanzen überhaupt. Und man ist unter Umständen dabei auch sehr erfolgreich, wie Sie hier an den hellgrünen Flächen erkennen lassen. Vor allem haben Sie das ganze Gallien, das heutige Frankreich, keltisiert, wie man so schön sagt. Sie haben große Teile von Spanien besiedelt. Sie sind dann nach Oberitalien gegangen um 400 vor Christus. Sie sind die Donau abwärts gewandert, sind dann im Hellenismus über den Bosporus nach Kleinasien gekommen, dazu später noch, haben die britannischen Inseln besiedelt und dort ihre Spuren hinterlassen. Die Frage, die natürlich sich zunächst mal stellt, was ist an den Kelten eigentlich das Keltische? Neben den Zeugnissen der Sachkultur, die ich genannt habe, und wichtiger als das, ist für alle Völker der Frühzeit die Sprache. Das heißt, die Kelten sprechen eine eigene Sprache,
mit kleinen Varianten eine eigene Sprache, die zu den indogermanischen Sprachen gehört. Das Keltische ist also verwandt mit dem Griechischen, mit den germanischen Sprachen, mit den romanischen Sprachen, bis hin zum Sanskrit, nicht wahr, zum Altpersischen. Dieses große urindogermanische Sprachgebiet ist auch der Ursprung der keltischen Sprache. Das kann man sehr schön an einer ganzen Reihe von ganz ähnlich klingenden Wörtern in all diesen Sprachen nachzeichnen. Abgesehen von den Pfeilen, die ich hier zeige, sind die roten Punkte die letzten Reste, in denen zu unserer Zeit noch keltisch gesprochen wurde. In England und Schottland nahezu verschwunden, in der Bretagne ebenfalls, in Irland hat es sich länger gehalten und der romantische irische Nationalismus sorgt dafür, dass es auch heute nicht ausstirbt, die gälische Sprache, wie man so sagt. Es gehört zum irischen Selbstbewusstsein, nicht nur die Sprache der englischen Unterdrücker zu sprechen, sondern auch die eigene Sprache aufrechtzuerhalten, obwohl die kein Mensch liest und kein Mensch braucht und kein Mensch kennt. Und die Studenten stöhnen, dass sie Irisch lernen müssen, eine Sprache, die ihre Identität dokumentieren soll, mit der sie aber nichts anfangen können. Nicht wahr? Dann haben wir hier auf der Karte, spaßeshalber, eine Reihe von Buchstaben. Diese Buchstaben habe ich gebracht, weil es Städte sind, deren Namen bezeugt, dass sie auf keltische Gründungen zurückgehen. Die Kelten sind die ältesten Städtegründer Europas, lange vor den Griechen, lange vor den Römern. Und zwar, wir müssen uns zwar verabschieden davon, dass das Städte im späteren Sinne waren, weil die Kelten keinen Steinbau kannten, sondern Holzhäuser hatten. Es ist typisch für die frühen Völker, für die frühen schriftlosen Völker, zu denen die Kelten gehören, dass sie keine Schrift und keinen Steinbau hatten. Sie hatten Holzhäuser, aber diese Anlagen sind abgesehen davon durchaus als Städte anzusprechen. Mit einer Befestigung, mit einem Marktplatz, mit einem Rathaus und alles, was eine Stadt auszeichnet. Ich nenne Ihnen einige Städte, deren Namen keltischen Ursprungs ist. Die nächstgelegene ist hier Mainz, Mogontiacum, Worms, Bobitumagus, Bonn, nicht wahr? Keltischen Ursprungs, Regensburg, ja, Vindobona, Campodunum, Zürich, Paris, Bologna, London, York, Dublin fällt, das ist ein Fehler. Aber Lyon, Lugdunum, Mailand, Mediolanum, Bologna, nicht wahr? Das geht hier bis die Donau runter, bis nach Ankara. Das heißt, wir haben hier den häufigen Fall in der Geschichte, dass die Namen eine Tradition bewahren, die sonst verschwunden ist, wo nur noch der Name und der Ort den alten Bestand in Erinnerung hält, aber alles andere im Laufe der Zeit ständig erneuert worden ist. So, und jetzt in die Geschichte bitte. Die Kelten selber haben niemals einen Gesamtstaat besessen, auch keinen größeren Staat, sondern sie zerfielen so wie die Germanen in einzelne Stämme, überschaubare Stämme. Aus rein kommunikationstechnischen Gründen ging das ja auch nicht anders. Und diese Stämme waren nach einem gleichen Muster organisiert. Es gab hier ein Stammesgebiet. Das Stammesgebiet zerfiel in einzelne Gaue, das sind diese Viertel hier. Jedes Gau zerfiel in eine Domus, in einen Familienbezirk, in einen Sippschaftsraum mit einem Zentralhof in der Mitte. Gelegentlich gibt es auch noch abhängige Stämme, Klientelstämme, die abgabenpflichtig und kriegsfolgepflichtig waren. Das ist die normale Struktur. Und die Kelten in der Frühzeit haben Fürsten gehabt. In der Spätzeit hatten sie keine Fürsten mehr, sondern eine Prinzipatsverfassung, einen Kriegeradel, eine Militärdemokratie, könnte man sagen, die sich eben dadurch regierte, dass man sich zu Vollmond oder Neumond, je nachdem, mal einmal im Monat versammelte und beschloss, was zu tun sei. Ein großes Problem war natürlich, dass man keine Uhr hat und keinen Kalender. Das ging also nur etwas über den Daumen nach dem Mond und so. Aber die Kelten haben gesagt, komm lieber etwas zu früh als zu spät, weil viele haben das heute richtig gemacht, nicht wahr? Komm lieber etwas zu früh als zu spät.
Aber wer zu spät kam, dem passiert etwas, was heute nicht mehr üblich ist, der kriegte ein Loch in den Rock geschnitten. So, weiter bitte. Ich sagte Ihnen davon, dass die Kelten relativ früh, so bald nach 300 vor Christus, auch als Krieger, berühmte Krieger, angeheuert worden sind als Söldner durch die Diadochen, durch die Nachfolger Alexanders des Großen. Zu Hunderten, zu Tausenden haben sie in der Antike für fremde Völker die Schlachten gekämpft. Und unter anderem die Auseinandersetzung zwischen den Fürsten, die in der Nachfolge Alexanders alle ihr Gebiet vergrößern wollten, haben sie ihre Kriegsdienste geleistet und sind dann von seleukidischen Fürsten auch nach Kleinasien geholt worden. Und in Kleinasien haben sie sich dann festgesetzt, wie das oft mit Söldnern passiert, weil sie tun dann nicht das, was der Dienstherr gerne möchte, sondern setzen sich fest und machen ihre eigene Politik. Und die Kelten, die sich in Kleinasien festgesetzt haben, die kennt jeder von ihnen, der mal das Neue Testament aufgeschlagen hat, das sind die Galater. Ja? Die Galater, das sind die Kelten in Kleinasien, die der Apostel Paulus besucht hat und mit denen er auf Griechisch spricht. Denn in der Zeit war es so, dass die Sprache der Gebildeten das Griechische war und es gab auch unter den Kelten hinreichend viele Gebildete, die auch noch Griechisch konnten, sodass wir eben in dieser Zeit eine Zweisprachigkeit haben. Und die ist bei den Kelten in Kleinasien nachgewiesen bis ins 5. Jahrhundert nach Christus, bis in die byzantinische Zeit. Erst mit der Christianisierung, der vollendeten Christianisierung, wie überall im antiken Raum, gehen die Volkssprachen zurück zugunsten des Lateinischen im Westen, des Griechischen im Osten. Das Bild, was Sie hier sehen, das kennt der eine oder andere vorhin aus Rom, aus dem Kapitolinischen Museum. Das ist ein geschlagener Keltenkrieger, der von einem griechischen Denkmal stammt, das die Könige von Pergamon aufgestellt haben, die es ständig mit diesen Kelten zu tun hatten. Und typisch für die Kelten in der Zeit sind drei Dinge. Man erkannte sie sofort an ihrem struppigen Haar. Angeblich haben sie sich da Kalk oder Butter oder sonst was reingeschmiert. Die Germanen haben das übrigens mit Rötel gemacht, um schrecklicher auszusehen. Sie hatten halt keine Helme wie die Griechen und Römer, weil die Metallkunst nicht hinreichend entwickelt war. Und dann hatten sie ein Schnurrbart, typisch für die Kelten, und diesen merkwürdigen Halsring, von dem ich eben noch bessere Beispiele zeigen werde. Ja? Das berühmteste Beispiel für einen Sieg der griechisch-pergamenischen Könige über die Galater ist dann der ihnen allen ist hier dieser sterbende Gallier aus dem Besitz der Fürsten Ludovisi heute in Rom. Er zeigt eben einen Gallier, der eben typisch für die Mentalität seiner Zeit sich lieber das Leben nimmt, als in die Sklaverei zu gehen und seine Frau in die Sklaverei zu wissen. Levadot als Slav ist hier also wirklich hier auch mal in die Kunst übersetzt worden. Ja? Dieses Denkmal, das Siegesdenkmal, das ich eben schon ansprach, ist der Pergamonaltar. Der Pergamonaltar, der heute in Berlin steht, ist ein Siegesdenkmal, ein Dankopfer eines pergamenischen Königs von Eumenes und Attalos für einen Sieg über die Kelten. Und dargestellt ist an sich der Götter über die Giganten, wobei die Götter, die Griechen repräsentieren und die Giganten nun für die Kelten stehen. Berühmtes Beispiel für den hellenistischen Barock, wie es heißt. Nun eine Episode, die ich Ihnen leider archäologisch nicht vorführen kann, sondern nur in einer späten romantischen Rezeption. Die Kelten sind, wie gesagt, um 400 vor Christus über die Alpen gestiegen, haben die Po-Ebene besiedelt, also die Gallia Cisalpina, wie die Römer sagten, sind dann vorgestoßen durch Etrurien hindurch und haben Rom erobert. Und wie die Kelten in Rom ankamen, haben die Kelten festgestellt, dass die Römer nicht unbedingt verteidigungsbereit waren, wie Sie hier sehen, wie der keltische Krieger das kommt und sieht, womit die Römer gerade beschäftigt sind. Es gibt da diese berühmte Geschichte, dass sie ganz Rom eingenommen haben, mit Ausnahme des Kapitols, weil auf dem Kapitol sich die Römer nochmal gehalten hätten
Und als die Kelten versuchten, nachts auf das Kapitol hinaufzusteigen, auf den Felsen hinaufzuklettern, da hätten die Gänse der Junior geschnattert und die Kelten verraten. Die Gänse der Juno spielen eine große Rolle. Daraufhin haben die Römer der Juno, also ihrer Hauptgöttin, einen Altar gewidmet und sich als die mahnende Göttin bezeichnet, die Junio Moneta. Und später hat man unterhalb des Kapitols die römische Münze gebaut, wo die Numi geprägt wurden. Und deswegen heißen die Münzen heute noch Moneten. Also wenn Sie Moneten denken oder an Münzen denken, dann bitte die Kelten nicht vergessen. Ja, weiter. Die Römer haben dann angeblich die abziehenden Kelten nochmal besiegt und ihnen die Beute wieder abgenommen, nachdem der Fürst Brennus die Ablösungssumme nochmal verdoppelt hat mit diesem berühmten Wort Vae Victis. Dieser Camillus, der heute also in der Galleria Borghese in Rom da an der Decke zu sehen ist, das ist natürlich eine spätere Legende. Man hat also die Geschichte so korrigiert, wie man es gerne hätte, indem man aus der Niederlage, wenn es niemand mehr genau wusste, einen Sieg gemacht hat. Die Kelten sind verhältnismäßig früh als Handwerker, auch als Metallhandwerker berühmt gewesen. Es gibt bereits in der Königszeit einen keltischen Wanderschmied in Rom. Und die Fähigkeit der Kelten, vor allem Waffen zu schmieden, kennen wir aus Funden. Unter anderem gibt es da eine merkwürdige Erscheinung. Es gibt Schwerter mit Schlagmarken und Inschriften. Hier Corysios mit griechischen Buchstaben geschrieben, also ein Hersteller. Und da oben eine Schlagmarke. Ich habe die Umzeichnung gewählt. Zwei Ziegen an einer Palme emporspringend. Das heißt, ein Schmied, der bereits hier Massenproduktion hergestellt hat und sein Warenzeichen auf die Schwerter gedrückt hat, um zu sagen, bitte, meine Schwerter sind so gut, kauft keine anderen, kauft meine Schwerter. Auch die Silbertechnik, die Bronzetechnik der Kelten ist vor allem auch in der späteren Zeit vorübergehend vorbildlich gewesen. So hier bei diesem Schild aus Betterfield, aus der Themse gefunden. Diese Muster, die man hier sieht, sind schon Ornamentformen, die typisch sind für die keltische Ornamentik überhaupt, für die keltische Buchmalerei später und zeigen hier die Tradition, das keltische Formempfinden, das nicht naturalistisch ist, sondern sehr stark ornamental und geometrisch geprägt ist. Hier nochmal einmal dieser Wendelringe. Die Kelten sind nach meinem Wissen so ziemlich das einzige Volk in Europas, wo die Männer sich nicht gescheut haben, Goldschmuck zu tragen und Goldschmuck zu zeigen und mit Goldschmuck zu prunken. Ich meine, was ist davon heute übrig geblieben? Ich erinnere mich an eine Klage einer Goldschmiedin, die gesagt hat, was haben denn die Männer schon? Denn der Ehering ist das Letzte, die Uhrkette ist schon weg. Was machen wir als Goldschmiede? Jetzt können wir nur noch die Frauen bedienen. Aber bei den Kelten war das anders. Die haben sich mit Goldschmuck vor allem in dem Krieg gezeigt, um dem Gegner sozusagen auch eine Herausforderung entgegenzuhalten. Komm her, hol's dir. Und dann war der Kampf, die Beute natürlich das besonders Begehrte, der Torquäs. Und wir wissen von einem Römer, der einen Keltenfürst besiegt hat im Zweikampf, der ihm den Ring abgenommen hat, den Torquäs, und daraufhin den Beinamen Torquatus bekommen hat. Diese Ringe gibt es in verschiedener Form, dieser Halsschmuck der Krieger, der Männer, der Fürsten, typisch für die Kelten. Sowas gibt es bei den Griechen nicht, sowas gibt es also bei den Römern nicht und sowas gibt es eben auch bei den Germanen schon gar nicht. Nun, wenn der Sieg errungen ist, dann muss er gefeiert werden, das ist klar, was gehört dazu. Nicht nur ein Wildschweinbraten und ein kräftiger Biertrunk, die Kelten tranken Bier, wie man weiß, obwohl sie auch den Wein schätzen, aber Bier hatten sie halt mehr. Und dazu wurde gesungen. Was hat man gesungen? Man hat Heldenlieder gesungen. Und diese Heldenlieder sind in der Frühzeit von fast allen Völkern überliefert. Ich meine, Sie kennen alle den Homer, Sie kennen das Nibelungenlied. Man weiß von den frühen Griechen, dass es solche Sänger gegeben hat, die bei den großen Festen auftraten. Und der Name dieser Sänger, der Barde, ist ein keltisches Lehnwort im Deutschen. Die Texte sind natürlich verloren, das ist klar, aber die Musikinstrumente sind teilweise archäologisch nachgewiesen und auch nachgebaut, klingen aber ziemlich jämmerlich, muss ich sagen. Die keltische Wirtschaft, nur ein kurzer Ausblick,
ist dominiert durch ein Produkt, das nun landschaftlich gebunden ist, das Salz. Die Kelten waren vor allem in den Alpenreligionen sehr aktiv in der Ausbeute des Steinsalzes. Und man hat in den Alpen eine ganze Reihe von Stollen gefunden, unter anderem in Hallstatt, die in keltischer Zeit gegraben und ausgebeutet wurden und in diesen Stellen noch Geräte und Waffen aus der Keltenzeit. Hier ein Stück, ein Rucksack, ein Salzsack aus Hallstatt. Und dieses Salz wurde in ganz Mitteleuropa verhandelt. Die Kelten haben also große Wagenladungen von Salz über das ganze südliche Mitteleuropa, auch nach Norditalien, transportiert. Und daran erinnern ja auch zahlreiche Ortsnamen in den Alpen, Salzkammergut, Salzburg, Niswall und auch alle Orte, die mit Hall anfangen, Hallein, Hallstatt, auch Halle selbst, das sind Dinge und die Salz, also das weiße Gold, wie man ja gelegentlich sagt, bei den Kelten, das gab es ja auch in der Nähe von Frankfurt. Ja. Die Nauheimer haben ja die keltischen Salzpfannen gefunden, wo eben diese salzhaltige Sohle gesiedet wurde, bis man das körnige Salz hatte, was man natürlich dann gut verkaufen konnte. Nun eine Festung, die sozusagen in meiner Vergangenheit eine gewisse Rolle spielt. Als Student hatte ich das Bedürfnis, auch mal als Archäologe tätig zu sein. Da war ich mal eine Sommerkampagne tätig an der Heuneburg an der oberen Donau. Ein Fürstensitz des 6. Jahrhunderts vor Christus, wunderschön an der Donau gelegen. Hier haben Sie die Donau, damals sehr einsam, ein Plateau. Wir haben damals hier diese Siedlung ausgegraben. Das waren Holzhäuser mit Speiseresten und sehr primitiven Feuerstellen. Interessant waren die Tiere, die man da gefunden hat. Die Tierknochen kann man ja identifizieren. Und man glaubt immer, das seien also Hirsche, Bären und Wölfe gewesen, aber nein, das waren fast alles Schweine und Kühe und Gänse, also Haustiere. Vor allem gab es keine Kunst. Und wir hatten gelegentlich einen Besucher, der unser Gästebuch auch bereicherte, und er schrieb da rein über die Enttäuschung der Ausgräber. Doch aller Sinn fürs Feine schwand, als man statt Kunst nur Schweine fand. Das Besondere an dieser keltischen Festung ist die Art der Befestigung, diese Mauer und diese Mauer. Beide Mauern zeigen, dass wir hier enge Verbindungen zur griechischen Welt haben. Das heißt, die keltischen Söldner, die nach Hause gekommen sind, haben Dinge mitgebracht, die ihnen imponiert haben und haben die zu Hause auch einzuführen versucht. Nächstes Bild bitte. Dazu gehören diese merkwürdigen Türme, die Sie gesehen haben. Diese Türme sind fortifikatorisch völlig unsinnig, weil sie zu nah beieinander stehen. Ein Turm braucht ein Schussfeld nach rechts und links. Aber der nächste Turm in 10 Metern, nicht wahr, der hat ja gar keine Funktion, der nimmt ja die Schussfläche weg. Außerdem hat man Feuerstellen gefunden in den Türmen unten, das heißt, die Türme hatten noch gar kein Dach. Das heißt, es war ein reines Imponiergehabe dieses keltischen Fürsten, der zeigen soll, so wie die Griechen kann ich das auch. Und eine zweite Sache, die interessant ist, eine andere Mauer, da haben wir gefunden Lehmziegelmauern. Im Süden, nicht nur im Orient, sondern auch in Sizilien wissen wir, dass mit Lehm getrockneten Ziegeln von dieser Größe, etwa dieser Stärke, luftgetrockneten Ziegeln gebaut wurde. Und in einem trockenen Klima kann man das auch machen. Das hält sich auch. Aber wenn man das in der Donau macht, gibt das Probleme. Dann haben die Mauer gebaut, die war 3 Meter hoch. Und da gab es einen feuchten Winter und dann rutschte die Mauer wie ein Pudding den ganzen Hang runter und da haben wir sie gefunden. Ja. Die keltische normale Befestigung war der sogenannte Murus Gallicus. Der Murus Gallicus bestand aus Feldsteinen, die stabilisiert wurden in dieser Weise mit Hölzern. Und dieser Murus Gallicus ist die klassische Form, in der die Kelten ihre Oppida, wie es heißt, ihre Burgen befestigt haben. Die Steine waren nicht behauen, es gab auch keinen Zement, aber eine Zeit lang hat sowas schon gehalten. Das Dumme war nur, wenn der Feind kam, hat einen großen Reisighaufen davor angeschichtet, hat das angesteckt, dann brannte der und dann sackte die Mauer an sich zusammen.
Und was dabei rausgekommen ist, zeigt das nächste Dia. Das sind diese Steinwälle. Wir sprechen ja immer von Wallburgen, von Steinwällen und ähnlichen Dingen, so wie Sie die hier am Altkönig kennen. Ja? Das sind natürlich niemals Wälle gewesen, das waren Mauern. Das sind verstürzte Mauern gewesen, von denen das Holz verschwunden ist und das Holz und die Steine bilden halt nur dann einen Wall, wenn sie liegen bleiben. Und das ist der Wall von Otzenhausen hier, das ist der größte Wall, den ich je gesehen habe, im Hunsrück. Der war über etwa 80 Meter lang, heute noch 9 Meter hoch. Also wie sie das gemacht haben, ist völlig unerklärlich, ganz abgesehen davon, dass es ein unwirtliches Gebiet ist, wo also doch hunderte von Leuten gearbeitet und gelebt haben müssen. Aber die Kelten selbst haben ein dichtes Netz von derartigen Festungen und Kleinstädten, kann man auch sagen, aufgebaut, die sie auch brauchten, weil die Kelten natürlich untereinander ständig Krieg führten. Genauso wie bei den Germanen auch. Jeder Stamm war mit allen Nachbarn verfeindet und es war Ehrensache, nicht mal gelegentlich dem Feind mal einen auf den Kopf gegeben zu haben oder irgendeine Beute gemacht zu haben und dann wieder das nach Hause gebracht zu haben. Das heißt, der Kriegertum ist ja lange Zeit überhaupt die Form gewesen, in der man sich als Mann auszeichnen konnte. Nun, ein Bild, was Sie alle kennen, was natürlich sein muss, denn Lindheim, wo ich herkomme, ist 3 Kilometer vom Glauberg entfernt und es war eine große Sensation, als das rauskam. Ich selber habe die Ausgrabungen am Glauberg in der Zeit der Nachkriegszeit verfolgt, mit dem alten Heinrich Richter zusammen. Er hat mich eigentlich zur alten Geschichte gebracht und er hat natürlich nicht geahnt, was da noch im Boden ist. Und das da, was im Boden ist, wurde entdeckt, nicht wahr, durch den Lehrer Erk, der als Hobbyflieger aus der Luft eine kreisrunde Fläche in einem Acker gesehen hat und die Archäologen darauf aufmerksam gemacht hat, da ist doch was im Boden. Und die Archäologen ahnten natürlich sofort, was da zu erwarten ist. Und die archäologische Denkmalpflege, blitzschnell wie sie ist, kam und hat untersucht. Und nach 6 Jahren waren sie vor Ort. Ja. Sie haben dann sehr schnell gemerkt, was da zu erwarten ist und haben dann mit den modernen Mitteln der Blockbergung einen großen Kubus aus dem Boden gestochen und mit Tiefladern nach Wiesbaden gebracht und unter Laborbedingungen untersucht. Und auf diese Weise natürlich ganz andere Ergebnisse erzielt, als wenn man an Ort und Stelle gegraben hätte. Es handelt sich um ein Hügelgrab und alle frühen Gräber sind natürlich beraubt worden wegen der Beigaben. Könnte ich Ihnen Geschichten erzählen. Und die Grablegenden haben natürlich versucht, das zu verhindern, indem sie also Steinwälle und Holzbalken und alles Mögliche über diese Gräber geschichtet haben, damit man da nicht drankommt. Trotzdem sind die fast alle geplündert worden, fast alle. Der Glauberger ist nicht geplündert worden. Denn die Glauberger Grabarchitekten, die hatten eine viel bessere Idee und eine viel billigere Idee. Die haben den Toten nämlich unter diesem Kegel nicht zentral begraben, sondern exzentrisch. Man hat festgestellt, dass die Grabräuber in der Mitte gewesen sind, haben nichts gefunden. Dann haben sie sich wieder abgezogen und haben den Archäologen den Fund überlassen. Nun, die eigentliche Sensation war aber nicht der Inhalt des Grabes, Schwert, Schmuck, eine Kanne für das Getränk, sondern der im Graben des Hügels gefundene Fürst. Einer von 4 oder 5 Statuen, der erhalten ist. Man hat zunächst die Frage gestellt, wer ist denn das? Ist das ein Gott, ist das ein Fürst, ist das der Tote? Bis man genau das Grab untersucht hat und festgestellt hat, dass das, was hier in Stein dargestellt ist, im Grab auch zu finden war. Das war diese merkwürdige Blattkrone, das war Reste des Schildes und das war der Halsring hier. Den Halsring selber kann ich Ihnen noch zeigen, ja? Da haben Sie ihn, nicht wahr? Eine Variante von dem Wendelring, den Sie gesehen haben, hier mit diesen merkwürdigen Verzierraten, Gold, wie sich das gehört. Das Gold kam übrigens aus Gallien und aus Spanien. Hier mit Menschen, die
verkehrt rumhängen, Köpfe, die nach unten hängen. Eine Sache, da komme ich noch drauf zurück. Das in meinen Augen eigentlich Interessante an diesem Fürsten ist, wie kommt denn ein Kelte auf die Idee, einen Mann aus Stein zu machen? Das kann ja nur auch nur ein Mann gewesen sein, der mal davon gehört hat, dass die Griechen das auch schon könnten. Das heißt also, das Bestreben der Kelten, die Griechen nachzumachen, von den Griechen zu lernen, teilweise über die Donauschiene, teilweise über die Rhone-Schiene von Marseille, aus Massilia, da saßen ja die Griechen, ist vielfach dokumentiert. Und so ist eben auch zu erklären, dass hier auch da, wo die Kelten aufhören, glaube ich, dahinter gibt es ja keine mehr nach Norden, da kommen ja schon die bösen Germanen, dass man da eben gezeigt hat, die Kelten sind in der Kultur vorne. Ja. Der Stolz auf diesen Mann, ist offenbar auf dieses Kunstwerk, ist sicherlich das Motiv dafür, dass man gemacht hat. Ob man da kultische Motive hintersuchen muss, weiß ich nicht. Die Archäologen tendieren immer dazu, alles, was sie nicht erklären können, ist kultisch, ja, weil man das kultisch sowieso nicht erklären kann. Ich weiß es nicht. Aber das muss nicht sein, das muss nicht sein. Der Glaube ist, ja. Man hat ja dieses schöne Museum da oben gebaut für die Funde und wer es noch nicht gesehen hat, da kann ich sagen, also beim nächsten Frühjahr, Wochenende, nicht wahr, fahren Sie mal nach dem Glauberg, es lohnt sich. Ein anderes Grab aus Hochheim in Württemberg, gut rekonstruiert, auch nicht beraubt übrigens, zeigt sozusagen das Normalschema eines großen Grabes mit diesen vielen, vielen Beigaben. Der Fürst, der begraben ist, der liegt da hinten auf so einem bronzenen Sofa. Dann sehen Sie alles mögliche Trinkgeschirr, typisch für die Kelten. Die hatten immer Durst. Und dann hat diesen Wagen, die Kelten haben vielfach Wagengräber gehabt, Pferdegräber und Wagengräber. Auf dem Wagen wurde der Tote sozusagen ins Grab gefahren. Auch die Waffen gehören dazu, die Trinkhörner hier. Das sind alles Dinge, die sehr stark auch ans Germanische erinnern. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, die mit den Kelten, die Kelten und die Germanen gemeinsam hatten. Das ist die gleiche Mentalität, das ist die gleiche Siedlungsweise, das ist die gleiche Gesellschaft. Es gibt bestimmte Unterschiede, bei Caesar werden sie überliefert, aber auch die äußere Erscheinung von den beiden war ganz ähnlich. Und in den Augen der Südvölker waren sie vor allem natürlich als Krieger interessant. Ja. Oder gefürchtet. Naja, und der große Durst der Kelten wird vor allem dokumentiert durch ein Gefäß, was Sie hier, Sie werden es mir nicht glauben, wer es nicht gesehen hat, in Naturgröße sehen. In Naturgröße. Das ist gefunden worden in Frankreich, in Vix bei Châtillon. Und stammt von einer keltischen Fürstin aus der Zeit etwa auch um 500 vor Christus. Mehr oder weniger gleichzeitig mit dem Keltenfürsten. Ein sehr, sehr reiches, ausgestattetes Grab einer Frau. Und das Tolle daran ist dieser Mischkessel. Dieser Mischkessel mit diesen Schmuckhenkeln, da kann ein Mann drin verstecken, natürlich ein rein griechisches Werk ist, da ist nichts Keltisches dran. Das nächste Bild bitte. Sehen Sie mal diesen Fries, der da oben umläuft. Hier eine Quadriga mit einem Krieger, ein archaischer Krieger. Wir wissen von den Griechen, dass es solche Gefäße gegeben hat, aber die sind natürlich längst eingeschmolzen im Laufe der Geschichte, hat sich kein einziger erhalten. Der einzige, den wir haben, stammt aus der keltischen Welt. Und das sind natürlich Dinge, die typisch sind für die keltische Kriegergesellschaft, denn alle großen Feste waren, wenn man es salopp ausdrücken soll, ein riesiges Besäufnis. Ja. Die Kelten haben also getrunken, was sie kriegen konnten. Wenn sie kein Geld hatten, dann haben sie Bier getrunken. Und wenn sie Geld hatten, haben sie griechischen Wein importiert. Und dass die Kelten da in Frankreich Geld hatten, das zeigt sich an diesem Kessel und auch in Beifunden. Die nächsten bitte. Eine Trinkschale, eine griechische Trinkschale. Die Kelten haben nicht aus Schalen getrunken, sondern aus Bechern. Aber wenn man Griechen nachmachen wollte, dann hat man eine Schale benutzt. Ist doch klar. Ja. Das sind Dinge, die eben auch für die gemeinschaftsstiftende Wirkung dieser Symposien, wie wir so heute sagen, eine große Bedeutung hatten.
Und der Wein der griechischen, aus griechischer Produktion ist also bis nach Süddeutschland verhandelt worden. Das wissen wir vor allem aus Scherben griechischer Amphoren. Solche haben sich gefunden bis nach Würzburg. Auch auf der Heuneburg haben wir solche Scherben gefunden. Das heißt, die Verbindung der Kelten zu den Griechen waren sehr stark. Es fragt sich nur, was haben die Kelten den Südvölkern, den Griechen dagegen geliefert für so teure Geschenke? Gibt es zwei Erklärungen. Das eine, Handelsstation auf dem Zinnweg nach England, der die Rhone aufwärts und dann Richtung Bretagne ging. Aber viel wahrscheinlicher ist, dass das Söldnerkontingente waren. Das heißt, ein solcher Fürst hat einem griechischen Tyrann oder einem griechischen Fürsten 300 Mann geliefert und dann hat er gesagt, also dafür kannst du mal was für deine Festkultur tun und hat das geliefert. Ja. So muss man sich das vorstellen. Nun ja, die Kelten haben also auch die Griechen nachgeahmt in ihrer Münzprägung. Die Münzprägung selber ist ja eine griechische, orientalisch-griechische Erfindung, hat sich dann zu den Römern verbreitet und die Griechen selber, nach den griechischen Mustern haben die Kelten überall, wo sie an die griechischen Grenzen griechische Muster nachgeahmt. Hier links haben sie eine griechische Münze, unschwer erkennbar. Und was die Kelten daraus gemacht haben, sehen Sie rechts. Es gibt nun einen großen Streit bei den Kunsthistorikern, der ja auch die moderne Kunst betrifft. Haben die nichts anders gekonnt oder haben die das bewusst so gemacht? Ist das ihr Stil? Waren die da stolz drauf? Aber wenn man es genau betrachtet, sie haben schon versucht, so genau wie möglich das Griechische nachzumachen. Und wenn sie es nicht hingekriegt haben, haben sie das ornamental verbrämt, nicht wahr? Dass es dem trotzdem schön aussah. So sehe ich das. Jedenfalls die keltischen Münzen. Und manchmal kann man sehen, wie die Zwischenstadien aussehen. Bitte weiter. Da haben sie eine griechische Münze hier, ein Philippus, ja, mit dem Apollonkopf, der dann erstmal so wird, dann wird das daraus, dann das daraus, dann das daraus. Und zum Schluss haben sie nur diese Punkte. Sie ahnen gar nicht, was das mal gewesen ist. Ja? Nur wenn man die Vorstadien kennt, dann weiß man, was dem zugrunde liegt. Und so verändert sich das im Laufe der Zeit, wenn das eben so wie die stille Post nicht war, bei der Flüsterrunde, von Ohr zu Ohr geht. So, jetzt müssen wir den zweiten Kasten haben. Ich meine, dass die Kelten eben auch Griechisches nachgeahmt haben, haben sie schon bei einem Corysius-Schwert gesehen, die Buchstaben. Die Kelten haben selber niemals eine schriftliche Literatur produziert, aber sie haben die griechischen Buchstaben verwendet, gelegentlich für Grabsteine, für Münzen und angeblich auch für Listen. Cäsar soll also eine Kriegerliste gefunden haben nach seinem Sieg über die Helvetier. Das weiß man nicht, weil die natürlich verloren sind, aber man hat also gelegentlich auch griechisches Schreibgerät in keltischen Gräbern gefunden. Aber dass man eben nicht geschrieben hat, das sollen die Kelten absichtlich gemacht haben, denn die Druiden, die Priester der Kelten, haben ihr Wissen als Geheimwissen behandelt, das durfte nicht weitergegeben werden. Und dieses Geheimwissen war unglaublich umfassend. Und die haben angeblich tausende von Sprüchen über ihre Götter und über ihre Helden auswendig gewusst. Und die Zöglinge, die Theologiestudenten auf Deutsch, die mussten das alles auswendig lernen. Und damit sie nicht abgelenkt wurden und beim Auswendiglernen nicht gestört wurden und möglichst intensiv ihr Gehirn und ihre Erinnerung strapazierten, hat man sie in dunkle Räume gesperrt. Und erst wenn sie so und so viele Verse auswendig hatten, dann hat man das Fenster wieder aufgemacht. Nun, jetzt sind wir bei den kultischen Seiten. Die Kelten waren im Unterschied zu den Germanen ein sehr religiöses Volk. Bei den Germanen war die Religion immer so mit links, nicht wahr? Aber die Kelten waren also voll bei der Sache, wenn es um die Religion ging. Und man hat in der ganzen keltischen Welt, vor allem in Süddeutschland, diese merkwürdigen Vierecksschanzen gefunden. Viereckige Wallanlagen, von denen man lange Zeit nicht wusste, was das eigentlich war, weil da keine Innenbebauung da ist. Bis man einzelne mit Opfergruben gefunden hat und gesagt hat, das sind also keltische Kultplätze. Und nachdem man einige keltische Kultplätze gefunden hat, dass es keine Befestigungen waren, das ergab sich oft aus der Lage schon, zeigt, dass die meisten von diesen Viereckschanzen auch in Wassernähe lagen. Das heißt, es gibt Viereckschanzen in unterschiedlicher Zweckverwendung.
teils kultischer Art, teils säkularer Art, teils auch für Feste, denn die Kelten haben sich in der Regel in solchen Bezirken eben auch versammelt, wenn es um das Ting ging, wie das bei den Germanen heißt. Ja. Zu den Grabfunden der Kelten gehört dann also auch in Manching in Süddeutschland dieses merkwürdige Bäumchen. Das heißt, wir haben bei den Kelten, ähnlich wie bei fast allen frühen europäischen Völkern, einen ausgesprochenen Baumkultus. Das heißt, man hat geglaubt, dass die Götter auf den Bäumen wohnen, in den Bäumen wohnen, durch die Bäume verkörpert werden, dass die Bäume selber Götter sind, dass man zu den Bäumen gebetet hat und so weiter. Das ist eine Sache, dass die Bäume auch in Modellform verehrt worden sind. Und dazu gehört dieses merkwürdige Kultbäumchen, ein mit Goldblech umwickeltes Stäbchen auf einem Wagen von dieser Größe etwa, das eben in diesen kultischen Zusammenhang zu setzen ist. Ja? Ein anderes wichtiges Objekt der keltischen Religion ist der sogenannte Gundestrup-Kessel, der heute in Kopenhagen zu sehen ist. Auf irgendwelchen unbekannten Wegen, also ins Germanische, als Beute oder als Handelsgut geraten, mit Silberblechen beschlagen und reliefiert mit den merkwürdigsten Erscheinungen. Also ein Gott, der hier ein Hirschgeweih hat, der diesen keltischen Wendelring trinkt, der einen zweiten Ring in der Hand hat, mit einer Schlange kämpft. Alle möglichen Tiere gibt es da. Und hier haben wir einen Delfinreiter. Der Delfinreiter ist ein bekanntes Münzsymbol von griechischen Städten in Süditalien, von Tarent zum Beispiel. Das heißt, hier haben wir wieder die Griechen. Es gibt andere Bilder, hätte ich Ihnen gerne gezeigt. Das sind Schweine mit langen Rüsseln. Das sollten Elefanten sein, nicht wahr? Man wusste, Elefanten haben einen langen Rüssel, aber mehr wusste man nicht. Und hat gesagt, das muss wohl ein Elefant sein. Also hier immer wieder diese Adaption von südlichen Mustern. Dieser Kessel selber in seiner Funktion unklar, wahrscheinlich auch so ein Mischgefräß für ein großes Gelage. Ja. Eine makabere Seite der keltischen Religion sind die Menschenopfer. Sie sind von den antiken Autoren überliefert, teilweise sehr konkret, sehr drastisch. Der Posidonius berichtet von einer Reise durch Gallien um 70 vor Christus, wo ihm die reichen Leute und die Fürsten und die vornehmen Krieger, wenn sie lange vertraut mit ihm waren, ihnen eine Kiste gezeigt haben, wo sie die Köpfe ihrer erschlagenen Gegner gesammelt haben. Gelegentlich hat er die sogar über die Türpfosten angenagelt gesehen. Hat sich natürlich davor geekelt als Kulturmensch, ist ja ganz klar, sich aber damit getröstet, indem er gesagt hat, es gibt ja auch Leute, die hängen ein Hirschgeweih oder gar einen Eberkopf über sich. Warum nicht auch einen Menschenkopf, nicht wahr? Und diese Menschenopfer selber, bei Cäsar wird es überliefert, sind teilweise sehr umfangreich gewesen. Und es ist teilweise auch als Übertreibung betrachtet worden, bis auch hier die Archäologen gezeigt haben, dass das durchaus ernst zu nehmen ist, was die antiken Autoren darüber berichten. Ja? In Ribemont-sur-Ancre im Département Somme ist in den 80er Jahren ein Kultplatz aufgefunden worden mit einer unglaublich großen Zahl von Knochen, von Menschenknochen. Man hat ausgerechnet, dass es sich um 1000 Menschenopfer handelt. 1000 Menschenopfer, und zwar alles männliche Opfer zwischen 15 und 20 Jahren. Also man weiß nicht, wie lange oder wie auf einmal, ist schwer zu sagen. Merkwürdigerweise sind keine Schädel dabei gefunden worden. Ob es vielleicht auch Krieger gewesen sind, Feinde gewesen sind, die man auf diese Weise ihres Kopfes beraubt hat, dass die Krieger dann den Kopf nehmen mit nach Hause, den Knochen könnte behalten. Ja. Die wurden dann ganz sorgfältig aufgeschichtet auf einem, Kultplatz. Altäre wurden aus diesen Knochen gebaut, um eben zu zeigen, was tun wir nicht für die Götter. Man tut den Göttern nichts Besseres, als dass man ihnen etwas opfert. Und das kostbarste Opfer ist natürlich der Mensch selber. Ja. Ja. Nun kommen wir zum Ende der Keltenzeit durch die Römer. Cäsar selber hat ja die Statthalterschaft in der Provence übernommen und hat da festgestellt, dass die Helvetier, also ein keltischer Stamm aus der heutigen Schweiz, im Begriff sind, auf die Wanderschaft zu gehen.
und hat das zum Anlass genommen, einzumarschieren und hat dann auch die keltische Zwietracht nutzend Gallien also in 7 Jahren mehr oder weniger unterworfen. Und der letzte Versuch der Gallier, sich gegen Cäsar zu wehren, stand unter der Führung dieses Vercingetorix, dieses Arvernerfürsten, von dem wir eben auch Münzen haben. Von daher ist dieser Mann eben auch numismatisch und archäologisch dokumentiert. Eine Silbermünze nach römischem Denarfuß. Die letzte Schlacht der Gallier gegen Cäsar war Alesia, bei Cäsar genau beschrieben. Die Kelten haben sich zurückgezogen, die Gallier auf diesen Berg. Die Römer haben die Stadt belagert, indem sie diesen inneren blauen Ring gebaut haben. Daraufhin hat der Vercingetorix Boten weggeschickt, um eine Entsatzarmee in Gang zu setzen. Die ist auch erschienen, hier. Und als die sich näherte, hat der Cäsar die Belagerung nicht etwa aufgehoben, sondern hat einen zweiten Ring gebaut, hier, in dem er selber der Belagerte wurde durch dieses Entsatzheer. Er stand also in einem Zwei-Fronten-Krieg von innen und von außen. Und dann gab es also einen entscheidenden Kampf, einen Versuch der Gallier hier durchzubrechen. Die Kelten von oben kamen hier runter. Und da ging es spitz auf Knopf und da musste der Cäsar höchstpersönlich, wie in selten solchen Fällen, mit seinem roten Feldherrnmantel also in die Bresche springen, um die Soldaten daran zu verhindern, dass sie die Flucht ergreifen von den Kelten, sodass eben sowohl das Entsatzheer als auch der Befreiungsversuch von innen vereitelt wurde. Da mussten die Kelten wieder abziehen und die Belagerung nahm seinen Fortgang. Nun, das Essen wurde knapp da oben und die Kelten wollten nicht kapitulieren und haben dann ihre Frauen und Kinder den Römern in die Sklaverei angeboten, damit das Essen länger hielt. Die Römer haben gesagt, die Frauen und die Kinder wollen wir nicht, zurück auf den Berg. Und dann wurde das Essen oben noch schneller alle. Und dann blieb dem Vercingetorix nichts übrig, also auch zu kapitulieren. Und das ist eine Szene, die dann auch im 19. Jahrhundert mal sehr plastisch dargestellt wurde. Ja, sehen Sie, so hat man sich das im 19. Jahrhundert ausgemalt. Der Vercingetorix, hier, er ist der eigentliche Held, kommt nun zu Cäsar und sagt, lieber Cäsar, ich habe verloren, ich ergebe mich. Er wirft sein Schwert hier auf den Boden, seinen Helm daneben und bittet den Cäsar nun, den Krieg zu beenden. Was Cäsar natürlich getan hat, die Kelten selber, die noch lebten, die wurden natürlich wie üblich in die Sklaverei verkauft. Und Vercingetorix selber wurde gefangen genommen und in das römische Staatsgefängnis gebracht, wo er 4 oder 5 Jahre lang bei Brot und Wasser leben musste und dann beim Triumph Cäsars erdrosselt wurde. Also nicht sehr human. Die Römer selber haben dann Gebrauch gemacht, natürlich von den keltischen Kriegstugenden. Und das zeigt sich daran, dass wir immer wieder keltische Grabsteine finden aus römischen Einheiten. Hier haben wir einen gewissen Vonaturix, ja, Duconis Filius und ein Ritter aus einer ganz bestimmten römischen Einheit. Hier mit seinen Lebensdaten, da oben ist er dargestellt. Interessant an diesem Namen ist ja auch das Ende Rix. Das Ende Rix, wie Vercingetorix, ich kenne eine ganze Reihe von Rixen dieser Art, ist verwandt mit dem deutschen Wort Reich. Und das deutsche Wort Reich ist ein keltisches Fremdwort. Wir haben eine ganze Reihe von keltischen Fremdwörtern im Deutschen. Auch das Wort Amt ist ein keltisches Fremdwort. Das Wort Eisen, das Wort Ofen. Das heißt, die Kelten selber sind in vielen Punkten den Germanen technisch überlegen gewesen. Die Kelten haben die Töpferscheibe gehabt, die Germanen haben gesagt, wozu muss ein Gefäß eigentlich richtig rund sein? Hauptsache es ist wasserdicht, nicht wahr? Oder man kann auch aus Holz, das wir brauchen gar keinen Ton. Ja? Und insofern, es waren die Kelten in vielen Bereichen eben auch Lehrmeister für ihre nördlichen Nachbarn. Einige kuriose keltische Erfindungen gibt es noch. Die Keltischen waren in der Holztechnik sehr gut. Das heißt, sie haben eine ganze Reihe von Wagen zum Beispiel gebaut, die von den Römern nachgebaut wurden. Fast alle Bezeichnungen für Wagen im Römischen sind keltischen Ursprungs. Und das gilt also auch für ein ganz merkwürdiges Gerät, für diese keltische Mähmaschine.
eine Mähmaschine, die geschoben wurde, ja, von einem Grabstein aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, also als das Gallien längst römisch war. Die Römer haben die keltische Kultur ja in keiner Weise unterdrückt. Wer was werden wollte, musste Latein lernen, das ist ganz klar, aber wer keltisch sprechen wollte, durfte das und konnte das weiter tun. Und so haben sich auch diese keltischen Sitten gehalten. Es gibt eine Nachzeichnung, bitte, die etwas deutlicher macht, wie das Ding funktioniert hat. Plinius hat das beschrieben. Es wurde geschoben, die Ähren wurden eigentlich abgerissen und dann eben zur Seite geschafft, sodass man sie nicht ständig bücken musste, mit der Sichel das unten abzusicheln. Eine Sache, die sich nicht durchgesetzt hat, aber zeigt mir, wie man technisch experimentiert hat, um einfach sich und die Arbeit zu erleichtern. Ja, weiter. Typisch für die Römer ist, dass sie eben auch diese keltischen Dinge, die sie vorgefunden haben, zu verbessern versucht haben. Sie haben sie nicht ersetzt, nicht verändert, sondern verbessert. Typisch für die Kelten ist der Haustempel, der anders als der griechische und römische Tempel nicht langrechteckig war, sondern quadratischen Grundriss hatte. Ein quadratischer Grundriss oft mit einem Umgang und einem Pyramidendach, der sogenannte gallo-römische Umgangstempel. Und im gesamten keltischen Raum haben die Römer dann jetzt in der Steintechnik und mit Ziegeln und mit Glas, die Fenster, nicht wahr, den Kelten die Tempel gebaut. Das ist ein Modell dafür. Und die keltischen Götter wurden in der Römerzeit natürlich genauso verehrt wie vorher, nur haben sie großenteils römische Namen bekommen. Denn in der Antike glaubte man, dass ja, es gibt nur eine Sorte von Göttern und die heißen nur unterschiedlich. Der Sonnengott, der Kriegergott, nicht wahr? Der Liebesgott, der Fruchtbarkeitsgott, der Wettergott, der heißt bei denen so, bei denen so, bei denen so, aber es ist im Grunde alles dasselbe. Das heißt, deswegen haben wir in der Antike auch keine Religionskriege. Typisch für eine Sonderform der keltischen Religion, das sind die Matronensteine hier am Niederrhein. Das sind immer drei Frauen. Die heißen sehr unterschiedlich, das sind lokale Namen. Da der keltische Kult sehr ortsgebunden gewesen ist, wir haben über 1000 keltische Götternamen, gibt es eben da sehr große Varianten. Das ist ein Stein, der heute in Bonn steht, dem Landesmuseum, und aus der Römerzeit stammt und von den Germanen und den Kelten gleichzeitig verehrt worden ist. Das heißt, wir haben das Phänomen Religion ist in der Antike weniger ein Abgrenzungsphänomen, ein Identitätsphänomen, sondern ein Verschmelzungsmedium. Wir haben viele Beispiele dafür, dass die gleiche Religion, eine bestimmte Religion von verschiedenen Völkern verehrt wird. Der gleiche Gott. Denken Sie an Delphi, nicht wahr? Die ganze antike Welt hat Delphi verehrt. Der Orient, die Ägypter, die Griechen, die Römer, alle ging es nach Delphi, obwohl Delphi ein griechischer Gott ist. Und so haben wir eben die keltischen Götter, die von den Römern, von den Kelten und den Germanen gleichzeitig verehrt worden sind. Die Götter verbinden die Menschen und sie trennen sie nicht. Ja? Ein solcher Matronenstein ist übrigens auch in Altenstadt gefunden worden, also neben Lindheim, wo das römische Kastell lag. Diese Matronensteine sind sehr häufig, nicht in dieser Schönheit, aber im Prinzip. Ja? Andere Sache ist hier nochmal der Baumkult der Kelten. Hier haben wir einen Stein, der gefunden worden ist unter Notre Dame. Interessant, nicht wahr? Unter einer gotisch-romanischen Kathedrale einen keltischen Kultstein. Das heißt, die großen keltischen Kathedralen stehen fast alle auf dem Grund und Boden von keltischen Tempeln. Die Römer haben und die Christen haben diese alten Städte einfach übergründet, wie man so schön heißt. Und wenn man fragt, was wurde da vorher verehrt, hier haben wir also einen keltischen Baumkult. Einen Mann, der hier nun mit einem Sichelmesser da oben etwas abschneidet. Naja, der eine oder andere von Ihnen, der Enkel oder Urenkel hat, der weiß vielleicht, dass die Druiden mit der goldenen Sichel den Trank auch von den Misteln gebraut haben. Und das sind Sachen, eine Deutung, die man hier gerne zugrunde legen würde, obwohl man es nicht weiß. Denn man hat diese goldenen Sicheln, die natürlich Bronzesicheln waren, nicht gefunden. Der Ritus selber ist historisch beglaubigt, der steht bei Plinius.
Der Baumkohl selber ist im gesamten keltischen Bereich, also weit über die Antike hinaus, ein Phänomen. Aber wie ich vermute, keine keltische Tradition, sondern eine anthropologische Veranlagung. Dass man schöne Götter, schöne Bäume auch in religiösen Formen verehrt, wie auch immer, kann man zeigen, in allen Religionen in irgendeiner Form nachzuweisen. Und das letzte Beispiel, was ich dafür kenne, das ist die Bavaria-Buche bei Pohndorf, der Baum der vier Jahreszeiten, die schönste Buche aller Zeiten, inzwischen ist sie kaputt, weiß ich, aber wie ich da war, hing da ein Marienbild dran. Also der nächste Pfarrer hat gesagt, der Baum muss der Maria geweiht werden. Der Baum war zwar natürlich keine Gottheit und er war auch selbst nicht heilig, aber man weiht den Baum der Gottheit, um ihm sozusagen eine höhere Weihe, eine gewisse Heiligkeit zu dokumentieren. Eine Sache, die eben auch dem keltischen, auch dem germanischen, dem römischen Baumkult immer wieder in irgendeiner Form zugrunde liegt. Ja, die Bäume und die Griechen, gucken Sie das an. Ja. Auf der keltischen französischen Euromünze haben Sie einen Baum. Ich wollte wissen, was dahinter steckt, habe bei der Banque Nationale anfragen lassen und die haben gesagt, das wissen wir selber nicht, was das bedeutet. Da habe ich gesagt, das kann ich Ihnen erzählen, was das bedeutet, nicht wahr? Gucken Sie, es gibt eine keltische Münze, ja, die das auch schon macht. Ja, das heißt, hier haben wir also ein bestimmtes Motiv, das einfach durch die Zeit immer wieder lebendig wird. Jetzt kommen wir nochmal ein kurzes Nachspiel jetzt. Die Kelten sind also von den Römern latinisiert, von den Griechen hellenisiert worden und insofern von ihrer Sprache her verschwunden, von ihrer Religion her durch die Christianisierung. Und der Kultur natürlich sowieso, nicht wahr? Die sind modernisiert worden und das Altkeltische war dann barbarisch und vergessen. Aber der keltische Geschmack hat sich gehalten, zum Beispiel in Irland und in England, in der Buchmalerei, in der christlichen Zeit. Das Evangeliar von Lindisfarne zum Beispiel, was Sie hier sehen, zeigt die typisch keltischen Muster, die eben ins Christentum übernommen worden sind, als Dekorationselement und eben die Tradition auf dieser Ebene fortführen. Ja, weiter. Die nächste große Keltenrenaissance ist der Artusring. Ja. Der Artus ist ja ein keltischer König in Wales gewesen, der gegen die Kelten, gegen die Nachbarstämme, auch angeblich gegen die Römer gekämpft haben soll, aus dem 5. Jahrhundert. Was sich dahinter verbirgt, wissen wir überhaupt nicht, nicht wahr? Aber als Sagengestalt ist er seit dem 7. Jahrhundert greifbar und das, was ihn auszeichnet, ist die berühmte Tafelrunde. Und heute ist es ja immer noch so, dass man glaubt, dass der runde Tisch eine besonders demokratische Sache sei. Warum? Weil er keinen Kopf hat. Ja? Naja, ein langrechteckiger Tisch hat einen Kopf und wer da sitzt, ist der Chef. Und ein runder Tisch, da gibt es keinen Kopf, da gibt es keinen Chef, da sind alle gleich. Aber die Artusrunde, bei der war das natürlich anders. Der runde Tisch, zurück bitte. Der runde Tisch war keine Scheibe, sondern ein Ring. Der Ring war an einer Seite offen. Und durch diese Zeit, und in den Punkt, wo der Ring offen war, da kamen die Bedienung und hat hier natürlich, und hat serviert, klar. Und der König saß entweder hier oder hier, normalerweise sitzt er gegenüber und die wichtigen Leute sitzen rechts und links und rum. Das heißt, der Tisch von König Artus hat natürlich einen Kopf, so wie er selber ein Kopf ist, nicht wahr? Das ist ganz klar. Diese Artus-Legende hat ja eine ungeheure Rolle gespielt in der ganzen mittelalterlichen Ritterwelt. Denken Sie an Parsival, nicht wahr? An Wolfram von Eschenbach, die Artushöfe, die also bis nach Polen hinein diese ganze Ritterkultur getragen haben. Man hat also Geschichte gespielt, immer diese Kelten mit Parsival. Nicht wahr? Ja, weiter. Oder auch, nicht wahr, bis in die moderne Esoterik der Merlin. Der Merlin ist ja ein keltischer Zauberer gewesen mit der Viviane, dessen Geschichte ja immer wieder in anderer Form von Mallory und anderen Seiten bearbeitet und erzählt worden ist. Hier sitzt er in seinem Weißdorn, verzaubert. Ja. So, dann kommen wir in die vorletzte. Ach, ist doch falsch. Na, Mist. Aber der Eindruck ist immerhin erreicht.
Das ist Ossian. Ossian im 18. Jahrhundert hat ein schottischer Lehrer namens Macpherson erklärt, wir haben zwar keinen Homer, wir haben auch kein Nibelungenlied, wir haben nur den kleinen Beowulf, wir wollen auch einen Helden, einen Barden haben, und hat den Ossian mehr oder weniger erfunden. Und diese Gesänge, die nun Kriege von Krieg und von Liebe und von Sehnsucht, von Enttäuschung und von Weltschmerz in allen Varianten, in irgendwelchen nebulösen, kalten Regionen spielen, die haben also im 18. Jahrhundert also großen Anklang gefunden. Und am deutlichsten natürlich bei Goethe im Werder. Ja, Werders Leid, nicht wahr? Was macht der Werder? Der liest den Ossian, um sozusagen seine eigene Stimmung, seine eigene Sehnsucht, seine eigene Verzweiflung literarisch wiederzufinden. Und das spiegelt sich im Ossian. Und in der Malerei taucht der Ossian hier auf. Das ist der Ossian, der träumt hier von diesen Heldengeschichten hier. Fingal ist einer seiner Helden und der zweite Held ist ein Mann, den Sie dem Namen alle kennen, das ist Oskar. Ja? Der Name Oskar ist durch den Ossian überhaupt in die europäische Nomenklatur eingedrungen. Und jeder, der Oskar heißt, hängt irgendwie mit dem Ossian zusammen. Auch wenn er es nicht weiß, ja? Wie oft in der Geschichte. Ja, ich glaube, wir sind jetzt ziemlich am, noch nicht ganz, wie ich sehe. Man hat die Widerstandskämpfer gegen die Römer, die keltischen Widerstandskämpfer, verherrlicht im 19. Jahrhundert. Der neuzeitliche Nationalismus hat diese Figuren immer aufs Podium gestellt. Hier ist die Boudica, die keltische Fürstin, die gegen den Kaiser Claudius gekämpft hat im Jahre 43 nach Christus. Die steht in London vor dem Parlament. Die Londoner haben sie sozusagen als ihre Ahnherrin gekürt. Ja, weiter. Und der andere, den schon genannten, das ist der Vercingetorix, den hat der Napoleon der Dritte aufs Podium gestellt. Also wenn die Leute sagen, der Arminius im Teutoburger Wald, das ist ein typisches Zeichen für den deutschen Nationalismus. Nee, das gibt es auch anderswo nicht. Ja, ich löse ja. Ja, gut. Die letzte Keltenrenaissance, Goscinny und Uderzo, 60er Jahre, ist ja unglaublich erfolgreich gewesen. Dieses sehr liebevolle und sehr sympathische Pärchen da, der kleine Asterix, der große Obelix, die nun die Römer an der Nase herumführen, hat ja enormen Erfolg gehabt. Für den Althistoriker ist das interessant. Und zwar deswegen, weil die Zeichner und die Texter sich sehr eng an die antiken Quellen gehalten haben. Und es gibt inzwischen zwei historische Kommentare, die nichts anderes machen, als festzustellen, woher haben die ihre Ideen. Und die allermeisten Ideen haben die vom älteren Plinius. Ja? Man kann das alles nachweisen. Bloß ist es natürlich zusammengestückelt. Das passt nicht so richtig. Das eine, das spielt in Italien, das andere in Spanien, das nächste in Gallien. Aber das wurde eben zusammengesetzt. Aber erfunden ist fast nichts. Und natürlich die Chronologie. Ich meine, da muss man etwas großzügig sein. Und dass man großzügig sein, das zeigt sich hier bei Asterix und die Normannen. Wie wir wissen, sind die Normannen in die Normandie etwas später gekommen als Asterix. Aber in der Literatur muss das nicht so sein. Und hier verabschiedet sich der Normanne von dem Asterix. Und der Asterix, also mein lieber Normanne, kommt 900 Jahre später. Und so wie der Normanne sich verabschiedet, verabschiede ich mich jetzt von Ihnen und verrate Ihnen, ich komme auch in 900 Jahren wieder.